Blitzi, blitzi. Wie, warte mal, Taschenlampe. Wie mache ich denn meine Taschenlampe? Wie kann ich denn meine Taschenlampe aufladen? Und kann ich hiervon noch mehr bauen? Nein, kann ich nicht. Weil. Ach, das lädt sie. Oder lädt sie automatisch auf die Taschenlampen-Batterien? Weil. In Taschen. Hier, mein Inventar ist voll, aber ich sehe. Wo sehe ich denn mein Taschenlampeninventar? Ein Viehtreiber. Ethanol. Zum Batterie wechseln, Taste länger gedrückt halten. Welche F? Oder welche Taste? Ich glaube, meine Taschenlampe ist relativ leer. Wichtig, Marshall-Untersuchung. Ich muss mit dir reden. Ich habe hier eine Leiche, die zum Marshall-Fall gehört. Weiblich, Ende 30, Brustwunde. Ich habe keine Ahnung, wie lange Marshall Waits sie da oben behalten will, aber es ist eine ziemlich heilige Situation. Ich werde da ihre Diskretion benötigen und ich werde auch ihr Vertrauen in diese Angelegenheit brauchen. Kommen Sie in mein Büro. Frank, Ihre Bedenken bezüglich der Schließung von San Cristobal wurde notiert. Ich versichere Ihnen jedoch, dass die Evakuierung 100%ig nötig und nur vorübergehend ist. Meine Priorität ist das Wohlergehen der Lebenden, sie scheinen sich mehr um die Toten zu kümmern. Wenn sie sich um die Energieschwankungen, die Temperaturen der Leichen oder den Zustand der Leichen sorgen, passen sie die Kühlmittel zu sich an, verschwinden sie einfach so schnell wie möglich. Oh, kühl. Mhm. Die ist voll, okay. Ich hätte gerne die Möglichkeit gehabt, die dann mitzunehmen hier. Ach, jetzt habe ich sie mit, okay. Ah, da hätte das Alien drin sein sollen in dem Moment, ne? Upsi, naja. Man lernt nicht aus. Aber garantiert brauche ich doch eh das da drüben. Wo muss ich eigentlich gerade hin? Finden Sie ein Medikit immer noch. Okay. Erst klicken, dann denken. Kennst du mich anders, Marc? Also jetzt mal, Butter bei die Fische. Kennst du mich anders? Dieses Spiel bricht dich geistig. Ah, da bin ich schon lange durch. Da bin ich schon lange durch beim geistig brechen. Rechts neben deiner Gesundheit ist die Batterie. Ich hätte gedacht, dass man halt mehrere davon aufsammeln kann. Also so wie in Outlast. Kann ich die noch mitnehmen, die Sachen, die hier drin waren? Hören Sie mal zu, Herr Alien. Oder Frau Alien. Also da ist auf jeden Fall noch ein Weg, den wir gehen könnten. Ah, angenehm frisch hier. Kann man dich noch plündern oder bist du zu... Ist das alles... Oh. Vielen Dank. Ist gut, dass ich das jetzt hier mache. Das ist bestimmt ganz wichtig.
Stimmt, ganz wichtig, dass ich das mache. Warte mal, du kannst 6 sammeln. Wie viel du hast, siehst du in der Item-Auswahl links im Kasten. Ah! Da steht wirklich 6. Du hast recht. Ich bin blind. Dankeschön. Nein, das finde ich auf keinen Fall hier. Was war der? 5. Der Elektroschocker. So, jetzt kann ich vermutlich in den Raum nebenan gehen und dort mein Medpack finden. Und dann will ich mal in den Schacht da hinten gucken. Auch noch. Vielleicht soll ich das erst machen. Weil ich glaube, wenn ich das Medpack habe, kommt das Alien und spielt mit. Lass uns erstmal hier gucken. Hallo. Oder ich kann auch einfach gar nicht reingehen. Okay. War das mein Charakter, der gerade gebibbert hat? Oder war das einer von den Leuten, die hier gebibbert haben? Ah! Oh, Luftreinigung mal aus. Wie wichtig, habe ich gehört. Samuels, da ist eine Dr. Lingard, leitende medizinische Offizierin. In ihrem Büro sollten Sie herausfinden können, wo hier alles gelagert wird. Beeilen Sie sich. Hab ich gesagt oder habe ich es gesagt? Das Alien kommt sofort, wenn wir das, was auch immer da machen. Und jetzt können wir nämlich auch durch den Lüftungsschacht gehen. Das war gar nicht knapp. Gar nicht. Gleich ist vorbei. Das wartet doch oben. Das wäre ja schon ein bisschen lustig. Aber wir haben es ja unten gehört und dann kann es ja gar nicht oben warten. Wäre richtig gut, wenn ich jetzt runterspringe und dann es da drin wäre. Viel Spaß, Sebastian. Sicher? Da ich die Begründung des Spiels kenne, wie hier mit dem Alien umzugehen ist, ja, nein. Kannst du bitte aufhören, hier rumzukraxeln? Geh doch mal nach Hause! May contain Sharps. Riesige... So. Ey, Svolfen! Schön, dass du da bist. Wie geht's? Wie steht's? Oh, das ist eine gute Position. Ihr habt keine Versteckmöglichkeit. Hm, das ist das eine. Ich gehe mal hier ganz kurz rein. Der Harz brennt wieder. Ich weiß, ich habe es gesehen. Oh mein Gott, der Brocken musste evakuiert werden. Ich habe es gelesen. Nicht sterben, der hilfreiche Icky. Oh Gott, das ist sehr alt. 2021, aber ist korrekt hier. Sehr passend. Ich habe es gesehen, der Harz brennt.
So, warte, wie war das mit zurücklehnen? Wie lehne ich mich? Ah, so. Oh, so kann ich mich zurücklehnen. Und ich kann auch mehr gucken. Remove? Was steht da? Remove? Immediately. Okay. Personalkombüse. Macht noch lauter die Tür auf. Schön zugeparkt hier alles. Oder ja nicht rüberkommen. Komponente. Komponente. Da muss ich dir ein Glück noch nicht nochmal hin, den Hart. Ich find's halt schlimm, weil der Hart sowieso von, also das Problem ist ja im Harz, dass sie sehr, sehr viel Monokultur angebaut hat mit den Fichten, was sowieso schon in den letzten Jahrzehnten für ganz, ganz große Probleme gesorgt hat, wo sie jetzt angefangen haben, so nach und nach die Monokultur wieder ein bisschen zu diversifizieren. Und dann haben die aber Probleme mit der Trockenheit, mit Windschäden, einfach durch die Monokultur. Und jetzt auch noch sowas, das ist immer, was natürlich auch wieder damit zusammenhängt. Ne? Das ist natürlich alles eine große Verknüpfung. Natürlich sind Fichten nicht hitzeresistent oder brandresistent. Da gibt es andere, die das besser könnten, um einfach ein bisschen auch Puffersysteme aufzubauen innerhalb des Waldes, damit das jetzt gleich alles brennt. Die Trockenheit, weil auch die Fichte nicht trockenheitsresistent ist, ein beschissener Baum, muss man einfach mal sagen. Ist nicht trockenheitsresistent, das heißt, die trocknet dolle aus, was natürlich noch mehr ein Problem ist bei der aktuellen Hitze gegen Waldbrände. Also, naja. Also, wenn ich aus dem Fenster gucke, brennt vor allem das Holz, was ohnehin schon von Borkenkäfer zerstört wurde. Das auch noch. Die Borkenkäfer, korrekt. Auch das wieder. Ne? Die Fichte oder Monokultur als große Ursache für die Borkenkäferplage. Oh no, Fichten-Shaming. Naja, ist halt eine Tatsache. Brandschrifte wie die letzten 4 Jahre. Aber auch macht ja in der Hinsicht keinen großen Unterschied, selbst wenn es Brandstifter waren, ist es ja trotzdem das Problem, dass der Wald einfach anfällig ist für genau sowas. Also hättest du einen Wald, der resistenter ist gegen Feuer, gegen Trockenheit, gegen Borkenkäfer, würden auch Brandstifter nicht so viel Erfolg haben können, weißt du? Komm ich da rein? Ja, bitte. Schicke Katze. Die Natur wird sich schon was bei gedacht haben. Monokultur war der Mensch. Zugangscode benötigt. Den brauche ich. Ich möchte die Katze haben. Das ist ein Ventilator. Molotov-Cocktail. Das ist im Weltall richtig gut. Molotov-Cocktail. Zum Thema Brandstifter. Colonel Marshalls, Dr. Morley, es interessiert mich nicht, dass Sie meinen, unternehmen zu müssen. Verschwinden Sie aus San Cristobal sofort. Sie wissen, dass wir da drin aufgebaut haben und es tut mir wirklich leid, was das für die unverlegbaren Patienten dort bedeutet, aber es geht nicht anders. Das ist die letzte Warnung. Morley, Sie müssen aus der Krankenstation raus. Wir haben die Lage im Habitatum aufgeschlagen. Die Menschen kämpfen um Vorräte. Es kommen immer mehr Verletzte zu uns. Ah, warte mal. Ich weiß nicht, wie Sie die Abregelung aufheben wollen, aber falls Sie Zugang zu Song Crystal Hauptstation brauchen, 2502. Krankenstation wurde auf weiteres abgeriegelt. Pflegeteam hat auf der Station Feldlazarette aufgebaut. Okay, Standort folgen.
Alte Freunde. Dr. Lingard, hier spricht Ransom. Erinnern Sie sich an mich? Ihr netter oberster Chef bei Seekson? Sie besuchen mich nicht, Sie rufen nie an. Sind wir etwa keine Freunde mehr? Naja, wir sind beide sehr beschäftigt und ich habe eh genügend andere Freunde. Einige sogar mit Dienstabzeichen. Einer von Ihnen hat mir mitgeteilt, dass Sie Marshall Waits bezüglich eines, wie soll ich sagen, interessanten Fundes angerufen haben. Ich will dabei sein. Keine Widerrede. Ich meine, wie viel weiß Waits wirklich über Sie? Nicht so viel wie Ihr alter Freund hier. Und ich könnte wetten, dass er eher weniger Verständnis für Schwarzmarkt-Sanitätsartikel hat. Bis bald dann, Doc. Meinte es anders, aber spiel weiter, ist spannend. Ich kann ja nebenbei reden. Warum ist da ein Hashtag? Ach, weil ich den Code brauche. Was heißt das? Habe ich den Code? Schloss mit Zugangscode, Schloss mit Schlüsselkarte. Kann das 252... Ob das da dieser 2505 passt? Passt. Oh. Schlüsselkarte. Samuels, bin schon unterwegs. Ach, ich brauchte das sogar. Ich dachte, ich habe jetzt was Besonderes gefunden. Na toll. Ein Einhorn? Hier ist ein Einhorn drin. Ah, wie süß. Voll süß. Durchsuchen Sie Lingards Büro nach Informationen. Wie soll ich denn da hinkommen? Ist das eine andere Ebene? Was soll eigentlich hier sein? Irgendwie rechts, links von uns. Oh, da geht's ja auch lang. Wie lustig. Oder auch nicht? Shit. Gott! Warum? Haben wir hier irgendwo die Möglichkeit, den Strom zu regulieren, dass ich hier jetzt... Was passiert denn, wenn ich da jetzt einen, Warte mal, wir haben ja gerade gespeichert. Ich will mal was probieren. Ich will mal was probieren. Berühmte letzte Worte. Und zwar... Ich will mal gucken, was passiert, wenn ich das Alien hier in den... in das Feuer locke. Komm doch! Okay, war jetzt irgendwie unspektakulär. Oh. Ja, okay. Sorry, fand das mein Experiment nicht so toll, habe ich das Gefühl. Am Grechner Gas abstellen, das ist sogar sehr schlau. Scheiße! Ist nicht so laut. Meine Güte. Ich wollte ein Experiment machen, das Alien fand das nicht so toll. Hier kann ich das ausmachen. Stimmt, da war ja so ein Zubehör, ne? Not. War ich aber in dem Raum daneben schon?
Ich war in dem Raum daneben noch gar nicht, wo wir gerade kurz mal reingegangen sind, ne? Da war ich noch gar nicht. Da will ich mal. Ich weiß ja. Das Problem ist, ich habe noch keine Karte gefunden hier in diesem Gebiet. Das heißt, ich weiß auch noch gar nicht, ob hier irgendwelche special Sachen sind. Bitte? Hast du nicht gesehen? Was? Wo? Jetzt können wir ja nach links. Wenn das Alien nicht gerade hier wäre. Ich würde aber immer noch mal den Raum gegenüber. Das war der Plan. Das meine ich. Genau das meine ich. Die geht eh weg. Wo ist es? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hör's. Mann, oh! Jetzt stehst du halt wirklich da vor der Tür sozusagen, ne? Geh doch weg! Der Harz brennt hier gefühlt jedes Jahr. Das stimmt, leider. Das stimmt leider. Der Harz brennt leider häufiger. Auf dem Feld. Geht das? War hier auch nochmal schnell. Safety first. Und wir gucken mal auf die andere Seite. Schauen, was da ist. Zum Glück ist das Alien dumm. Ja, das ist die Rache dafür. Kann das sein, dass das Spiel mein Mikrofon abgreift und wenn ich das Alien beleidige, rächt es sich? Mann, ich will doch nur gucken, was in dem anderen Raum ist. Ich habe früher in Sachsen-Anhalt gewohnt, deshalb ist es für mich schon normal, dass der Hals brennt, Bella. Ja, also leider. Das Alien dumm, hat er 3 Millisekunden, bevor das Alien ihn zerfleischt. Ich habe gelesen, dass das Alien auch ein. Jetzt ist es in einem anderen Raum mit drin. Da ist es gerade, da hinten. Da drüben stapfert es gerade rum. Dass das Alien auch eine gewisse KI hat und irgendwann sich merkt, wo man sich versteckt und dann häufiger dort sucht. Auf den Konsolen kannst du das Mikro einschalten. Warum sollte man das tun? Boah, Alter. Das ist so gruselig. Weiß nicht, ob sowas am PC geht. Die Frage ist halt aber einfach, warum sollte ich das tun? Das ist ja die große Frage. Was ist denn nun mit PC Master Race? Die sind schlau genug zu wissen, dass das eine dumme Idee wäre. Kannst du bitte gehen? Rote Rakete.
geraten, die Tür ist fest verschlossen. Oh, ich habe eine Schlüsselkarte. Wo bin ich und warum? Da muss ich später bestimmt hin. Kann ich jetzt da schon hin? Hier ist alles im Eimer, Samirt. Hui! Nun. Macht Spaß, habe ich auch mal gemacht. Das Vieh ist übel beleidigt. Ich habe instant in meine Position und habe mich gesnaked. Na guck mal, das kann das Spiel auch ohne, dass ich das Mikro anmache. Ich möchte jetzt gerne mal weiterkommen hier. Und nicht ständig von dem Vieh belagert werden. Schleicht mir halt jetzt gerade viel zu viel bei uns rum. Wow, ich bin einen Raum weiter. Du hast jetzt schon Katankasse 1, du hast jetzt schon 5 Erfolge gesammelt. Und bin auch, glaube ich, schon 5-mal gestorben. Dass dem Alien nicht langweilig wird. Hier mal. Na, guck mal. Dass dem Alien nicht langweilig wird hier die ganze Zeit. Oh, Revolver-Munition. Warum auch immer beim Arzt hier Revolver-Munition rumliegt. Aber naja. Uns hier die ganze Zeit hin und her zu dackeln. Ohne Erfolg. Denn, seien wir mal ehrlich, wir alle wissen, dass wir ja hier eigentlich multiple Universen spielen. Und in dem wir gerade aktiv sind, hat es nie Erfolg. Wenn es gefühlt wir kommen, wenn du es beleidigst, dann geht es vielleicht. Wenn du es lobst. Oh, meinst du? Also, ich habe noch nie so einen fantastischen langen Schwanz gesehen. Arzneiausgabe ist leer. Nachricht an Lingard. Bei deren Rückkehr, die Patienten auf der Traumstation wurden bestmöglich für den Transport stabilisiert. Die Arzneiausgabe ist leer. Das ist ja schön. Totenschein. Geheim. Todesursache geheim. Fehler. Okay. Audio. Bericht Lingard. Hier Lingard. Medizinische Offizierin Sevastopol-Station. Ich möchte zu Protokoll geben, dass ich bezüglich des Indexpatienten der Anesidora unter Zwang gestellt wurde. Ransom. Seeksons Einsatzleiter, er hat gewisse Drohungen gegen meine Karriere und meine Zulassung gemacht. Das will ich dokumentiert haben. Aber Gott steh mir bei. Diese Frau brauchte Hilfe. Ich wusste nicht, was für ein Parasit das war. Aber er hat etwas in ihrem Inneren abgelegt. Es tut mir leid. Mir waren die Folgen nicht bewusst. Wie denn auch? Grundsätzlich sollte man jedes Mal, wenn ein Parasit, oh Gott, im Inneren etwas abgelegt hat, denjenigen töten. Sofort, verbrennen. Also jetzt mal ernsthaft. Wie viele Alien-Filme muss man gesehen haben, um das zu verstehen? Und ich meine, wir spielen hier im Jahr 2500 irgendwas. Wieso weiß das hier niemand? Wieso hat hier niemand die Alien-Filme geguckt? Was muss ich denn tun? Ach ja, durchsuchen Sie den Operationssaal nach einem Medkit. Immer noch. Das ist das goldplatinierte Medkit.
Kommst du jetzt hier rein? Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? In dem Jahr waren die Filme zu lang her, deshalb kennt sie wieder keiner mehr. Das kann natürlich sein. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, wie viele von uns kennen irgendwas aus dem 16. Jahrhundert, ne? Das ist wahr, Bella. Marc, war klar, dass du das zitierst. Okay, gucken wir mal, ob wir da lebend hinkommen. Hast die Tasche umgeworfen? Stimmt, ich kenne keine Filme aus dem 16. Jahrhundert. Siehste, Marc? Siehste? Würde jetzt also eine Bedrohung kommen, die im 16. Jahrhundert schon präsentiert wurde? Keiner von uns könnte sich da vernünftig gegen wehren. Weil wir alle keine Filme aus dem 16. Jahrhundert geguckt haben. Was ist das für ein Geräusch? Dankeschön. Warum? Warum diese Musik? Oh, das Alien. Ja, die knallt immer die Türen so schrecklich, ne? Ich bezweifle, dass das Filme im 16. Jahrhundert existiert haben. Naja, wir kennen einfach nur ganz wenige. Das ist das Problem. Wir kennen einfach viel zu wenige. Einer der nächsten Filme, die ich gucken werde, ist The Thing aus dem Jahre 83 mit Russell Crowe. Nee, Kurt Russell. Russell Crowe ist wer anders. Mit Kurt Russell. Oh, hallo. Hallo? Gesehen. Ja, hallo, hier. Wir sind nicht da. Ich hab das nicht. Warum? Geschieht ja recht. Dankeschön. Also, überleben, das ist so ein Hohn. Tipp, überleben, auf Schlüssel versuchen nur am Überleben zu bleiben. Lassen Sie sie in Ruhe und sie werden das gleiche tun. Nein, ich stand da und er hat sofort auf mich geschossen. Das ist das Gegenteil von sie werden das gleiche tun. Ja, siehst du, klappt nicht, sich einfach zu bedanken und Komplimente zu machen. Ich war nett und freundlich, habe mich bei dem Alien bedankt und trotzdem tötet sie mich. Finde ich nicht nett. So. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!